Let's go, da sind die Banner. Okay, lasst uns die Banner einmal anschauen und dann kommen wir zu allem weiteren bezüglich Tickets und so. Es gibt auch Tickets, die sind kaufbar im Shop. Wir haben Pidi-System, schauen wir uns alles an. Ich würde aber sagen, wir haben gleich mal rein. Wir haben Goku mit dabei, den neuen Piccolo. Wir haben Int Buu, Fat Buu, Super Saiyan 3 Goku. Diese Broly-Schritte sind so witzig. Dann haben wir Blues, die Blues. Wir haben das Seeduo mit dabei, wer hätte es gedacht. Wir haben Argeld, Super Saiyan Goku und Vegeta dabei, auch obvious. Ultimate Gohan, interessant, okay. Schon wieder eine physische Unit. Dann haben wir Int Super Saiyan Broly, der sein Easy A bekommt. Wir haben AGL Super Saiyan 3 Goku, okay. Und das war's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, und dann können wir uns einmal Broly noch kurz anschauen. Broly ist der bessere Char. Der bessere Banner ist aber eindeutig Goku. Super Saiyan Trio, Future Gohan, Kai Goku, Physisch Metal Cooler, Physisch Broly Trio, Tarles, Giant Ape Tarles, Paragus und Super Saiyan Godku. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also tatsächlich, den Broly-Banner habe ich mir so nicht vorgestellt. Weiß nicht, der Broly-Banner sieht schon echt Arsch aus. Aber lasst uns beginnen. Ich wünsche euch ganz viel Glück. Ich hoffe, ihr seid alle ready. Und ich würde sagen, beginnen wir. Memorial Stones werden nebenbei auch ausgehändigt. Also, okay, Featured. Und wir haben neue Animationen, ne? Hört ihr die Background-Musik? Geil. Also, wir haben nicht viel neue Animationen, wir haben einfach nur neue Cut-Ins. Das ist alles. Horide Uwarida. Abfahrt. Double Screen Crack. Wir haben auch neue Screen Cracks. It's over, Freezer. Und... okay. 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 Ein Double Screen Crack. Wer wird's? Physisch Piccolo, der neue? Maybe. Kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Ich finde, sie hätten sich mehr Mühe geben können bei den Animationen, wenn man ehrlich ist. Moin jeder. So. Wen kriegen wir als Feature-Char? Gönn. One and done. One in a dream. Sonst bekommen habe 0 am Ende. ID. Okay, dann wird das nächste sein die 1, I guess. 0, 1, 2. Ich vermute mal, sie gehen so vor. Naturon Shenron. Physisch Ultimate Gohan. Okay. Du Stinker. Ich weiß, ich habe dich immer sehr gemocht und so, aber du Stinker brauchst jetzt nicht immer in Samus vorkommen. Physisch Ultimate Gohan. Und das Duo. Kakao und wie? Dias. Dice. Dice und Kakao. Ja. Yeah. Immerhin fangen wir schon mal mit Featured an. Und wir kriegen die neue Coin-Währung. Und wir können die sogar eintauschen gegen diese Coins. Okay, das ist wichtig. Das ist gut zu wissen. Damit sparen wir uns ein bisschen was an Stones. Bis zum PD. Ichikada. Oh mein Gott, wie geht da? Du Sau. Auch nur Super Saiyan 1. Bitte Double Screen Crack gönn. Ja. Puff, puff. Ich hätte gerne einen neuen Cut-In gesehen. Es gibt so einen coolen Cut-In, wo Goku seinen Peace zeigt. Stellt euch vor, ihr habt den und zieht ihn. Das wär's. Moin, Claudio. Na du? Alles fit? Laufen Samus gut? Okay. Zweiter Multi, zweiter Featured. Jetzt gönn aber. Ameno. Soroyo, koroyo, ameno. Na, na, na. Okay, hallo? Ich bin dabei. Fang jetzt an, 670 Stones, viel Glück euch. Bei mir sind es nicht so viele Stones, also ich muss da schon ein bisschen beten. Okay, 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 das ist ein guter Pick. In Buu, in Fat Buu, erster Dupe, nehme ich an. Sehr guter Pull. Deswegen ist der Ben auch tatsächlich mehr Value behaftet als Broly seiner. Wer hätte es gedacht? Super Saiyan 3 Goku fehlt mir auch noch. Der fehlt mir auch noch, der SDR. Okay, wieder Vegeta. Kein Vegeta. Wieder ein Screen Crack, okay. Bitte Double. Rip Multi.
Bestie, danke für den Sub im 32. Monat. Kuss, 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 danke dir. Was geht? Ich hoffe, du hast Glück. Ich hoffe, das Glück beschert dich reich an neuen Charakteren. Mein Geld... Ey, was soll das jetzt, Cloud? Mach doch nicht so. Sag doch wenigstens, hoffentlich hat Gypsy Glück und sein Geldbeutel geht nicht auf. Iron, auch danke dir für den Prime-Sub im ersten. Kuss, Kuss, Kuss. Ich hoffe, du hast genauso viel Luck. Also, wie alle anderen und nicht wie ich, weil ich habe keinen Luck. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, wo ich das letzte Mal die Unit in der ersten, im ersten Durchlauf gezogen habe. Schon ewig her. Aber man sollte die Hoffnung nicht verlieren. Wir kommen gleich zu Broly. King Vegeta. Aha. Broly hasst King Vegeta. Ihr wisst, was das bedeutet. Auf den Scheiterhaufen mit King Vegeta. Iris. Ich finde, diese neue Musik im Sunscreen gibt einfach so frischen Wind. Super Saiyan 1, okay. Cool. Ja. Oh ja, nee, falsch. Also da habe ich kurz gedacht. Oh, kurz getrollt worden vom Physisch. Fettbu. Okay, ja, ja. So spielen wir also dieses Spiel. Ich hätte den Int bevorzugt, Dokkan. Ist auch nicht direkt zusammen. Ja, Shikazui, lass dir Zeit. Genieße die 100 Stones. Okay. Das war unser erster Durchlauf beim Super Saiyan Trio. Schade, Armin. Keinen der neuen Units gepult? Wir haben zweimal Ultimate Gohan, oder? Einmal. Ich weiß gerade nicht mehr. Und einmal Fettbu, ne? Okay, Broly. Du kannst alles gut machen jetzt. Ich sag, wie es ist. Du bist der Held, der gerufen wurde. Nee, so nicht. Hame, Hame. Sag mal, was ist das für Super Saiyan 1 Animation? So habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Okay, Thales war featured, ne? Als SSR. Lohnt sich das Trio aus Broly Banner mit Coins zu holen? Habt ihr nicht? Du meinst das Super Saiyan Trio? Ich sag mal so, wenn du nur 500 Carnival Coins hast, dann nicht, nein. Dann warte lieber, weil Broly und so sollten zum Anniversary zurückkommen. Und dort kannst du sie dir dann kaufen, wenn du Broly oder den anderen Part 2 Carnival nicht siehst. Kannst du die damit holen. Und die werden wahrscheinlich mehr Value haben als Super Saiyan Trio. Guten Morgen, Anna, haben sie gut geschlafen? Ich wünsche ihnen einen wundersamen und erholsamen Morgen. Auf das Broly mir gnädig ist heute. Morgen, Law, was geht? Okay, jetzt. Wir sind im Business. Endlich mal ein LR. So und nicht anders. Abfahrt. Ich glaube, ich habe einen neuen Charakter so gut wie nie gezogen ohne Black Rift. Also, Chancen sind nicht hoch. Wenn ich im Game rein will, will wohl, dass mein Geldbeutel zubleibt. Ja. Verschließ lieber, also leg's lieber weg, Sandy. Öffne es in einem Monat wieder. Nail. Okay, Kai Goku. Ja, ist okay. Spiele ich aber so gut wie nie. Karneval ist Karneval und dementsprechend nehme ich ihn an, ne? Dementsprechend nehmen wir an. Und Slug. Immerhin war das ein Multi mit reichlich SSR und einem LR. Da kann ich schon mal nichts sagen. Eingeschalten hab's, so sieht's aus, Anna. Und jetzt kommt mein Broly, oder wie? Naja, fast. Wally da, okay, immerhin. Okay, ja, komm, gönn jetzt. Oh ja, jetzt auch mal. Ah, ich habe gedacht, wir gehen bis zum Legendary Super Saiyan. Ich glaube, das bedeutet auch LR. Cooler, du kleine Ratte. Was soll das denn? Du kleine Ratte. Metal Cooler. Dich habe ich jetzt nicht gebraucht. Kleine Stinker. Ich ziehe auch wieder die Carnivals aus dem Banner, ne? Aber nicht den neuesten. Zwei LRs. Okay, ist fein, I guess.
Ein Unfeature, der leer. I mean, geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Hauptsache, es ist erst. Jetzt ist gleich die Frage, in welchen Banner werden wir als nächstes gehen. Wo fangen wir die nächste Rotation an? Okay, ja. Möchte ich gerne das Super Saiyan Trio haben? Oder möchte ich Broly lieber haben? Eine Rotation beim Kai Banner, das hört sich gut an, ne? Das hört sich nach unserem Clown Move an. Oh, Rikun und Guldo, geil. SSR wird eingetauscht, weg damit. Super Saiyan schon 2 Goren, auch weg damit. Welcher Banner hat jetzt mehr gegönnt? Ich weiß es persönlich gar nicht, wenn ich so sagen muss. Welcher Banner hat jetzt bei mir mehr gegönnt? Das Super Saiyan Trio oder der Banner hier? Der Broly Banner. Ich würde sagen Broly. Broly hat mehr gegönnt, okay. Hatte nur 5 Sounds und direkt Broly und Nebencharakter. Vermutlich wegen dem Sub. Crazy. GG. So muss es. Oh, Maida Number One. Ist Give It To Me Now kleiner geworden vom Fall? Von der Seite? Okay, ihr habt recht. Broly hat mehr gegönnt, ja. Warum sind es immer die Carnival-Banner? Ich verstehe es nicht. Oh, Maida Number One. Nein, nein. Oh, oh Maida Number Two. Was soll das? Machen wir physisch Metal cooler TOM Rainbow oder was? Was ist das heute für eine Mission? Oh Maida da Number One. Okay. Going to the shop. Broly, lauf zu mir. Komm jetzt. Lauf in meine Arme. Ichkada, Ichkada. Super Saiyan? Oder auch nicht. Oder auch keine Featured Animation. Ja, I guess. I mean. Abfall in den nächsten Multi! Okay, Featured, Featured, Featured. Wichtig, wichtig, wichtig. Ich brauche eine Featured garantiert. Ich brauche die neue Unit garantiert Animation. Sonst bin ich mir sicher, ich werde die niemals ziehen. Okay? Jawohl, wir sehen's. Das ist das neueste Cut hier mitunter. Legendary Super Saiyan Broly. Let's go. Sorbet? Wen kriegen wir als LR? Physisch Metal Cooler vielleicht? Unfeatured LR maybe? Bin offen. Ah, der gute alte Unfeatured. LR Godkun Hit? Warum auch nicht, ne? Der dann auch mal ganz entspannt nicht im letzten Slot kommt. Hat er bei mir Rainbow? Ja, war. I mean, okay. Okay. Okay, gönn. Oh, Vegeta, come on. Was soll das? Die Features sind bei Broly alle sogar nice. Okay, bei mir Dupes, echt? Ich finde die eher scheiße, die Featured, aber. I mean, wenn dir ein paar fehlen, umso besser. Okay. Okay. Es ist alles gut. Mir geht's gut. Man muss sich noch keine Sorgen machen. Besser als die vom zweiten Banner zu Part 2, wenn man sich die Konterparts überlegt. I mean, so gesehen ja. Aber wir wissen nicht, was sonst noch für LRs damit drin sein könnten. Mal gucken. Aber bei den ersten paar, ja, Trunks ist schlechter als Future Gohan. Kid Gohan ist schlechter als Kage Kai Goku.
Und Super Saiyan Ryu ist besser als was auch immer. Also vielleicht Omega. Ein paar zwei, aber Omega hat halt noch nicht wirklich sein Comeback. Dementsprechend glaube ich, ist das interessant, vielleicht für den einen oder anderen. Ja, ne? War jetzt eigentlich nicht so prickelnd. Dann holen wir noch einmal und dann, keine Ahnung, können wir nochmal bei Broly reingehen. Broly hat mehr gegönnt. Komm schon. Dokkan Fest Part 2, auch nice. Ja, der Dokkan Fest für Banner wird cool. Also der wird geil werden, Part 2. Ich selber antworte, ja. Ja, ja, mir geht's auch gut. Cloud, ich bin auch mentally damaged. Ja, ich glaube, spannend fürs 10. Anniversary ist auch gleich mein Play. Scheiß auf diese Charaktere. Okay. Ich sag, wie es ist, aber der Dokkan Festival Banner ist nicht so der Banner, der mich mag. Oh mein Gott, das ist das. Okay, give me your power. Jetzt aber. Jetzt aber. Das war ein neuer Cut-In. Let's go. Abfahrt. Drei neue Gokus in einem Multi. Ich sehe es kommen. Happy. Good. Maybe. Bisschen. Nein. Nicht ihr. Aha. Ich finde, keine Ahnung, aber Super Saiyan 3 Goku sieht schon majestätisch aus. Auch wenn die Unit kacke ist, aber sieht eigentlich ganz nice aus. Ja, ne? Also der Banner ist es auch einfach nicht. Der Banner ist es bei mir einfach nicht. Was soll ich sagen? Der ist sehr grottig bei mir. Der ist ja wirklich. Ein Super Saiyan 3 aus dem Chanemba-Film wäre geil. Yes. Das wäre geil. Super Saiyan 3 aus dem Chanemba-Film wäre ich down für. Und einen neuen Chanemba wäre ich doppelt down für. Okay, Broly, hey. Du kannst mein Savior werden. Es ist einfach der Banner. Es ist einfach der Banner. Kann man irgendeinen Char mit Beast und UI zocken? Ja, sehr viele Chars könnt ihr mit Beast und UI zocken. Also du kannst Broly zum Beispiel mit Beast zocken, das geht. Die linken sich okay. Wie viel Memorial, weiß ich noch nicht. Ich habe meine noch nicht bekommen. Okay, noch ein. So, die letzten Sums für den heutigen Tag. Ich hoffe, ihr habt mehr Glück. Mein Gott, lass doch Beerus alleine. Ich kann die neue Unit nicht ziehen ohne garantierte Animation. Das geht nicht. Ja, ja, ja. Jo. Ja, Featured Animation. Ich habe Boost schon ewig nicht mehr gesehen. Ding, ding, ding. Abfahrt. Broly hat mir mehr gegönnt als das fucking Super Saiyan Trio. Dabei hatte ich so Lust und Laune auf das Super Saiyan Trio. Das ist crazy. Die letzten 50 Euro, die haben es rausgerissen. Wie Maxdog sagen würde, man sollte nicht kurz vorm Diamantenhaufen aufhören zu graben, ne? Da ist der gute Mann. Hallo, du Brachtstück, du. Aha, und Thales noch im Gepäck, okay. Hallo, Mr. Thales. Was geht, Chef? Azimilgeist. Freut mich, wenn ihr gut gepult habt auch. Also, wenn ihr besser gepult habt als ich. Freut mich sehr. Wie viel haben wir jetzt ausgegeben? Ich glaube, wir liegen jetzt so bei 800 Stones, oder? Ja, so 700 Stones. Das ist okay für einen neuen Charakter.
Wenn man betrachtet, dass ich aber viel Eigenkapital nochmal reingesteckt habe, dann nicht. Also Geld, nicht Kapital, aber Geld. Kapital ist der wahre Diamant. Ja, so sieht's aus. Man sollte immer in den Banner gehen, der einem besser gönnt. So sieht's aus. Einmal meiner Regel treu geblieben. Okay. Hier laufen die SSRs. Wir sammeln... Ich glaube, hier ist es sogar ganz entscheidend, in die Banner zu gehen, die besser laufen. Wenn man dadurch auch mehr SSR-Coins vielleicht sammelt. Dann kommt man schneller zum Pity. Man kann ja eh in beide Richtungen wechseln. Easy. Ist das der wahre Play? Okay, letzter Multi-Buy, Brody. Ich glaube, der wird nichts. Da haben wir einen Brody, geil, 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 geil. Der hat mich zum Glück nicht so auseinandergenommen wie der andere Tag Brody. Ja, moin Matze, was geht? Ich hoffe, alles fit. Das Gute ist, wir sind noch nicht fertig mit den Sums, weil nachher gibt es noch Memorial Sums. Das ist der wahre Shit. Boah, da können wir uns jetzt erstmal hinsetzen. Kind oder Brody Dupe, wenn du Goku noch nicht hast, dann gehst du für Goku. Goku ist ein sehr, sehr guter LR. Ihr solltet ihn nicht unterschätzen. Also Goku ist krank eigentlich sogar, durch seinen ganzen Defense Support und dass er auf bis zu 3 Millionen Defense kommt, Rainbow, ist schon crazy, ja. Okay. Und deswegen hätte ich sie auch noch gerne. Also Dokkan, wenn ihr gut und gnädig seid und mir eine Freude bereiten wollt. Ja! Ja! Ihr seid gnädig, ihr seid die Besten, Dokkan, ihr seid so gut! Was ist heute für einen Wiz-Tag eigentlich? Haben wir heute, Wieswoch? Ich weiß nicht, aber Wies ist am Start. Oder Dio war die da. Wahnsinn. Warum schickst du mich in die... Was? Einfach Doppel-Wies. Wisst ihr, wie lange ich schon keinen Wies mehr hatte? Bestimmt ein Jahr her. Und jetzt habe ich einfach Doppel-Wies. Okay, mit 800 Stones beide ziehen, ist fein. Da beschwere ich mich nicht. Danke, Dokkan. Ihr seid's einfach. Oh mein Gott, so cool. Schaut euch mal an, wie klein Gohan ist. Was ist er denn für ein Pimp? Was ist er denn? Ich glaube, die Proportionen stimmen nicht, oder was? Der Typ ist ja geisteskrank klein. So klein wie ich. Nimm den 2-Meter-Typen. Yeah. We go in. We go in good. Okay, schade. Man hat hier kurz mal träumen können. Okay. Hey, nice. Das heißt, wir können jetzt bis Memorial Stones kommt, die Charaktere awaken und so. Haben sie jetzt zwar nur 55%, aber lieber haben als nicht haben.